Bist du denn schon wieder hier? Ja, ich. Schön dich wiederzusehen, Steve. Weißt du, da bist du mal echt an einem Tag ohne Termine auf der Gamescom und du läufst mir schon wieder über den Weg und willst Videos machen. Nein, aber ich freue mich ja auch, dich wiederzusehen. Steve! Ja, das. Du Infernalo ist mal wieder auf der Gamescom unterwegs. Und wie ihr hinten im Hintergrund das Logo von 2K Games so schön sehen könnt, waren wir auch gerade bei denen am Stand von Evolve. Und wir haben noch Armbändchen. Evolve, für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist das neue Spiel von den Left 4 Dead-Machern. Also es ist ein 5-Spieler-asymmetrisches Multiplayer-Spiel, wo 4 Spieler haben so ein typisches Team mit einem Heavy und einem Support und einem Medic. Und der 5. Spieler spielt ein riesiges Monster, der sich im... Das habe ich gespielt. Und das Monster, man hat so ein großes Areal und das Monster schleicht sich da durch die Gegend und frisst kleinere Viecher und wird dadurch stärker und kann sich weiterentwickeln. Und das Ziel der anderen 4 Spieler, der Monsterjäger, ist es, das Monster eben zu fangen und zu töten, bevor es sich so auflevelt. Genau, das war dann wiederum einer meiner Jobs. Also wir haben nämlich so eine kurze Videoeinführungssequenz gezeigt bekommen, wie das so ungefähr funktioniert vom Prinzip. Und dann hat halt jeder hier so dieses schöne Bändchen und da könnt ihr drauf, ich glaube, das könnt ihr lesen, ne? Trapper, das ist quasi so der Fallensteller und ich musste halt dafür sorgen, dass Konrad da in seinem schönen so einem Käfig dann gefangen ist und dann haben wir eigentlich draufgekloppt und wir hätten es auch fast verkackt. Also 2 von uns hast du zerlegt, ne? Also der Trapper, der hat, ich habe jetzt die Erklärung von seinen Einheiten nicht gelesen, aber eine Waffe von dem Trapper ist halt, dass er ein großes Energiefeld erzeugt und dadurch halt einen Teil der Karte einfach komplett eingrenzt. Und dann wird halt die Jagd auf das Monster eröffnet. Dann gibt es noch so Harpunen. Ihr habt mich mehrmals mit irgendwelchen Harpunen am Boden befestigt. Ja, das war auch ich. Ja. Das war deswegen halt Trapper, ne? Oder mit Betäubungsbeilen getroffen. Dann war mein Monster langsamer. Und wie gesagt, also muss man als Monster, ich habe so ein Kufuluides Tentakelviech gespielt. Das kann gleiten und Blitze schießen. Der Kraken. Der eine oder andere Japan-Fan wird sich jetzt freuen, weil es gibt Tentakelmonster, die man selber spielen kann. Toll, ne? It was released. Der Kraken. Ja, natürlich. Ja. Und ich war natürlich eine Frau, deswegen hat der bevorzugt mich immer angegriffen, wie das wohl kommt. Eigentlich bin ich zuerst auf den Heavy gegangen, dachte ich mir, nee, ist besser, wenn ich zuerst den Medic ausschalte. Also das Monster hat verschiedene Fähigkeiten, die man aufleveln kann jedes Mal, wenn man genug Kleinvieh gefressen hat, um sich eben weiterzuentwickeln. Aber auch wenn man sich weiterentwickelt, muss man geschützt sein. Man muss sich dann irgendwie eine Stelle suchen, wo einen die Monsterjäger nicht gleich finden. Mein Eindruck vom Spiel war jetzt... Ich komme mit Online-Multiplayer-Shootern, ist generell nicht so mein Ding. Ich fand es interessant vom Aufbau her, ich weiß jetzt nicht. War jetzt nicht so... Komm, lass mich mal. Also das Spiel ist geil, das rockt wie Sau, nur weil Konrad keine Multiplayer-Online-Shooter mag, heißt noch lange nicht, dass das Spiel scheiße ist, nämlich gar nicht. Das Coole ist halt, wir haben halt diese 4 Typen, Trapper, Medic, Assault und was war das noch? Support, genau. Können Leute unsichtbar machen und ich glaube auch Schilder erzeugen. Genau, und das Witzige daran ist, man muss halt wirklich in einem Team zusammenarbeiten und wir hatten auch schöne Headsets, wo wir dann kommunizieren konnten. Und was ich jetzt geil fand bei meiner Klasse, ich hatte so einen Köter und der hat dann quasi die Spur aufgenommen. Wenn da irgendwie du da rumgelaufen bist, konnte ich direkt sehen, wo du ungefähr warst. Und wir konnten dann auch sehen, wenn du irgendwelche Vögel aufgescheucht hast, dann hat man halt gewusst, wo er ungefähr ist. Und dann haben wir dich am Ende zerlegt, ne? Das war knapp. Ja, also du hast dann gleichzeitig noch ein Ziel, nämlich, dass man, irgendwann habe ich den Auftrag bekommen, ich muss so einen Generator zerstören. Und dann war ich auf Level 3, das Monster, und dann bin ich da hingegangen, habe angefangen, den Reaktor zu zerkloppen, aber es hat ewig gedauert. Und irgendwann war ich zwar auf Level 3 und habe Fallen gelegt, das kannst du auch machen als Monster, so Elektrominen. Ja, oder irgend sowas. Cthulhu-Monster wirft Elektrominen, passt doch. Und dann kamen alle auf einmal und dann war ich aber auch in die Ecke gedrängt, weil ich wusste noch nicht, wie lange das Spiel noch geht, ob ich jetzt Zeit habe, mir nochmal ein Monster zu fressen, um mich weiterzuentwickeln, aber letzten Endes haben sie mich dann überwältigt, weil es halt so viele waren. Genau, wir waren dann einfach die cooleren, glaube ich auch so. Außerdem wäre es ungeil gewesen, wenn Konrad als Tentakelmonster gewinnt, ey. Ich glaube, es hackt. Nee, aber... Vertangen! Jetzt mal dein Hass auf Online-Shooter mal beiseite gelegt. Wie fandst du denn das Spiel so von der Präsentation? Also ich fand's geil. Ich dachte, Daumen hoch. Es sieht schick aus. Das Design ist so ein bisschen Borderlands-y, fand ich. Ja, aber von den Rüstungen her und alles.
ist ein schöner Twist auf das Genre. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt zwei Monster gab es, die man spielen konnte. Eben das Tentakelmonster, das ein bisschen fliegen kann und eine große Eidechse, die noch Feuer spucken kann. Das ist die Frage, was gibt es da alles noch? Wie viele Karten gibt es? Ich fand zwar ein schöner Ansatz und ich mag die Idee. Also ich fand es, wie gesagt, geil. Also das Spiel wird im Februar, glaube ich, 2015 dann released, ne? Ja, weil das kann ja kein Next-Gen-Titel sein, der dieses Jahr noch erscheint. Die gibt's ja nicht. Ja, das wäre ja fatal. Von daher, cooles Spiel. Guckt euch das Spiel nochmal irgendwie an. Ich glaube, da wird es dann auch eine Demo hoffentlich geben irgendwann mal. Klingt nach einem Spiel, das eine Demo haben sollte. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel, hat Spaß gemacht. Ich sag mal, Konrad als Monster zu legen, ist immer lustig. Und ja, Daumen hoch, geiles Spiel. Läuft.